Oh, so, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundry. Ja, wir haben hier eine wunderschöne Plattform gezimmert. Das ist eine Weile her. Es kamen ein paar Spiele, mit denen ich mich zwischendurch beschäftigt habe. Aber wir sind wieder da und ich habe gerade herausgefunden, ich muss hier mal wieder auf Output stellen. Und dann kommen die Sachen auch inzwischen hier oben an. Und jetzt weiß ich auch wieder, was wir hier herstellen wollten. Rohre. Und aus dem Zeug müssen wir aber doch erstmal mit Zerkleinerern Sachen herstellen, nicht? Wir müssen jetzt die Sachen erst zerkleinern. Erstmal in ein Lager. Wäre auch nicht schlecht. Und jetzt geht's wieder los, nicht? Das Lager ist asynchron zum Rest. Na gut, ein Lager hierhin erstmal. Dann wird das da befüllt. Und ich würde schon sagen, asynchron. Es ist asynchron. Guck, es läuft nicht gleichmäßig. Naja doch, gerade schon. Habt ihr recht. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall mehr Plattform nach vorne. So, dann kann ich viel besser mich bewegen und wir müssen das auch skalieren. Ich würde aber sagen, das hierhin brauchen wir doch gar nicht, oder? Die Plattform. Na, Shift F. Ja. Ich lasse hier so ein bisschen, dass ich nicht runterfalle wie so ein Idiot. Ich meine, ich werde eh runterfallen, aber ich muss es ja nicht mit Absicht machen. Mach hier noch ein Dings hin. So. Auf welche Höhe habe ich es entfernt? Ab der hier und dann so, ne? Na, Shift F. Manchmal nimmt das nicht an, dieses Mehrfachlöschen. Ja, ich glaube, so ist gut, nicht? Dann sieht das nicht so übermäßig unnötig aus, obwohl wir auch noch locker den wegnehmen können, die drei. Weil bis dahin passiert ja nichts. Bis da habe ich gesagt, nicht wahr? Hä? Okay. Manchmal ist das Löschen komisch. Achso, das meinst du? Natürlich meinte ich das. Ich meinte natürlich nicht was anderes mit asynchron und asymmetrisch. Also wie ihr nur auf die Idee kommt, dass ich mich versprochen haben könnte. Okay, den Zerkleinerer. Und aus dem, jetzt kommt nämlich der Trick. Und das hatten wir da drüben nicht. Wir machen aus den komischen Erz, nämlich Technum-Erz im Zerkleinerer. Und 1:1 Umwandlung ist das. Es kostet halt nur Zeit, nicht? Also ist es eigentlich egal. Ich weiß ja nur nicht, wie viel hier reinfließt. Ich würde schon sagen 12, nicht? Nur genügend Abstand wäre wichtig. Und dann immer 2 Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Okay, 10 reichen. Beschließe ich jetzt einfach mal. Und dann fangen wir mit den einfachsten Sachen an, nicht? Die beiden kommen hier rein. So, wir haben hier 4 Dinger. 1, 2, 3, 4. Bin ich jetzt jeden einzeln an? Ja, oder? Dann mache ich wieder zusammenführende Dinger. Dann brauche ich eigentlich hier nur 1, 2. Warte. Naja, obwohl.
Machen wir es nochmal. Genau, so vielleicht. Das passt. Ist ein bisschen eng dran. Gar keinen Abstand gelassen. Dabei, ich lasse schon immer Abstand und er reicht trotzdem nicht. Die Dinger sind viel, viel größer, als man immer denkt. Falls man später nämlich irgendwas mal umbauen muss, weil man ein besseres Ding bekommt oder irgendwie mal woran möchte, dann wäre das echt beschissen, wenn man halt nicht die Möglichkeit dazu hätte. Und lieber jetzt den Platz lassen als später, nicht wahr? Na, wir machen out. Die Sachen gehen raus, gehen hier rein und werden dann schon mal verarbeitet. Sofern der natürlich weiß, was er herstellen soll, aber eigentlich wollen wir ja nur das Technum-Erz erstmal herstellen. Okay. So, dann wieder hinstellen. Warum fehlt da ein ganzes Ding? Habe ich wieder durchgebohrt? Na, kann sein. Ja, dann machen wir doch für jeden, für alle zwei ein Einzelding. Das gefällt mir besser. Hier stellt das wieder nicht automatisch hin. Schade. Und Technum und Technum. Und auf Ausgang. So. Du auch. Und Technum und Technum. Und Ausgang. Guck mal, wie schön die das zermalmen. Und das führen wir dann auch wieder zusammen. Das muss natürlich auch nach hinten rutschen. Komm, machen wir ein mehr, als ich denken würde. Plattformen kosten ja nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Hier habe ich den an der Seite. Dann machen wir das auch hier. So. Nein. Manchmal passieren Dinge. Okay, ran da und raus da. Nummer 1. Ah, hier, das ist immer schlecht, weil der eventuell auch da hinten raufrutscht. Aber solange es ein und dasselbe Item ist, nicht, da ist es Wumpe. Oh, aber ich sehe, das ist hier echt eng gewählt. Weil wenn ich das so mache, ja, dann blockieren die sich. Okay, das muss also alles ein weiter nach hinten. Hä? Was baut der? Ich bin gerade beim Löschen und der baut einen doppelten Lader. Warum? Aber ich hinterfrage das einfach nicht. Ja, dann bin ich ja hier direkt dicht dran. Okay. Gefällt mir auch nicht. Also müssen wir das Lager nochmal nach hinten versetzen. Wartet. Wisst ihr was? Es ist Wurst. Wir fangen nochmal an. Alles weg hier. Wumm.
Ich werde es irgendwann lernen, wie viel Platz man sich lassen sollte bei der Scheiße. Aber aktuell verkacke ich. So, setzen wir erstmal die Dinger. Reicht ja, wenn es immer ein Abstand ist, nicht? Muss ja nicht 80 Abstand haben. Aber so ein Abstand wäre schon was Sinnvolles auf jeden Fall. Ne, wenn man das... Wenn man das lieber hier... Und den dann so. Und ihr kriegt auch Technum. Und ihr kriegt auch Technum. Ja, cool, wenn ihr einfach auch die Seite langsam mal einfach offen lasst, die man zuletzt hatte. Weil man doch sehr oft ja die gleichen Aktionen hintereinander macht. Und dann wäre es irgendwie sehr smooth, wenn das funktionieren würde. So, jetzt produzieren die erstmal alle. Das ist schon mal gut. Jetzt haben sie alle ihren Ausgang und dann kriegen die jetzt alle in dem Abstand ihr Ding dahin. Dann haben wir das auch schon mal. Dann stellen wir das hier auch auf Ausgang. Ausgang. Muss ich da nicht ständig ran an die Maschinen mehr. Wunderbar. Wunder weg. Zank, zank. Dongsi, dongsi. Dingsi, dingsi. Klongsi, klongsi, schwongsi, schwongsi. Aus, aus. Und das Lager war jetzt eins zu weit hinten, oder was? Kann ich eigentlich gar nicht glauben. Zwei Dinger, eins so, war es doch optimal, oder? So. Dann fangen wir mit ihm an. Zups. Und rein. Dann fangen wir mit ihm an. Subs. Und rein. Dann mit ihm weiter. Subs und rein. Dann mit ihm hier. Jetzt ist besser. Jetzt haben wir freier. So. Und dann kriegen wir nämlich wunderschönes, sauberes Erz. Damit haben wir die erste Reihe erstmal fertig. Und jetzt wissen wir, wie viel Platz wir brauchen. Das heißt, das ganze Ding kann erstmal weg von der Seite. Kann man ja später erweitern, wenn man es brauchen sollte. Und hier auch. Haben wir hier zwei Laufweg. Hier haben wir auch zwei Laufweg. Das passt mir. Da falle ich Idiot nicht so schnell runter. Ich meine, die da sind ja auch wesentlich größer. Also so groß ist es hier nicht mal. Es sieht halt immer groß aus. Und am Ende merkt man, eigentlich war es viel zu klein. So, und die Dinger machen was für eine Umwandlungsrate? Jetzt wird es ja interessant. Die nehmen zwei und machen drei da draus. Das heißt, wir haben... Jeder stellt ein her und wir nehmen uns zwei. Die stellen aber alle 1,5 Sekunden ein her. Und wir alle 6 Sekunden. Das heißt, alle, wir brauchen eigentlich nur 5 mal so wenig. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 10, da brauchen wir eigentlich 2. Nee, warte mal, andersrum. Wir brauchen 2 pro Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 können wir bauen mit denen, die wir haben. So rum. Wird der Schuh draus. Okay. Ich würde sagen, wir bauen... Wie viel habe ich? 30. Ja, so viel brauchen wir gar nicht. Ich würde 6 bauen erstmal.
So. So. Und so. Manchmal passt er sich hier automatisch an, aber nicht immer. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt die Loader. Falsch rum stehen natürlich, weil hier, wir wollen ja mal zwei Abstand haben, haben wir gesagt. So. Dann machen wir das auch. Haben wir schon mal die Dinger. Und jetzt können wir die hier ranzimmern. Eins, zwei. Oh, die sind größer. Das passt trotzdem. Von daher alles gut. Und ihr sollt eigentlich nur herstellen. Das sind... Ah, die werden gar nicht in den Fertigern gemacht. Ah, ich brauche Pressen. Okay, habe ich noch Pressen? Schmelzen. Die da. 6 Stück. Das wäre ja richtig. Wir gucken mal. Kann ich noch keine Schmelze 2 herstellen? Achso, die geht automatisch. Ich guck mal. Funktioniert das? Ja. Okay, die funktionieren also. Dann kommen die da auch hin. No, dann wieder verbinden. Jetzt sind wir schon echt weit oben. Shit. Hier ist eine ganze Plattform im Weg. Oh no. Gut, aber hier muss ja nur noch das Lager hin und dann sind wir draußen. Also muss ich gar nicht so viel bauen. Oh, das dürfte reichen. Räume im Weg? Nö, oder? Das heißt, wir können hier nochmal schön die Plattform ziehen. Ah, das wird reichen. Und hier ist die Mitte. Ja, dahin. Lieber jetzt, wir haben den Platz, nicht? Dann sollte ich ihn auch annehmen. Und ich habe die auf der rechten Seite so angebunden. Aber eigentlich ist es doch dumm. Ich kann es umbauen später. Ist egal. Ist alles egal. Bei den Schmelzen muss man ja nichts einstellen. Das ist schon mal gut. Muss ich also nur Ausgang sagen. Ey. Du, 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 du. Und hier muss ich noch auf Outtake stellen. Zack, dann schmelzen die ordentlich und die Stäbe fließen endlich.
schön. So gehört sich das Lagers voll. Es rutscht immer nach, wenn gebraucht wird. Und hier dauert's. Und dann kommen immer echt viele zum, zum, zum. Sechs hintereinander. Sehr gut. Schon 200 da drin. Und genau, perfekt. Jetzt haben wir nämlich hier den Ausgang genauso, wie wir ihn brauchen. Wunderschön, oder? Okay, und jetzt müssen wir nach da vorne. Und an sich ist die Höhe, auf der wir laufen müssen, genau die hier. Aber da müssten wir so ein bisschen über den Berg. Ne, sieht man ja. Das heißt, wenn wir hier laufen, ist deutlich besser. Das ist optimal. Da müssen wir dann nur nach rechts ein Stück. Ich würde mal den mittleren nehmen und ein bisschen Platz lassen. Dann nehmen wir den Dreier. Ne, wir können ja von der Seite zur Not noch rausnehmen, wenn wir da nach hinten müssen. Aber so. Und dann, zank, langziehen und das können wir jetzt die ganze Zeit machen. Wir können auch gleich Ausgabe machen, Output. Dann müssen wir da hinten nur aufpassen, wie wir das verteilen. Anderer Baumodus. So, besser. Ja. Scheiße. So war das nicht geplant. Wird eigentlich nicht runterfallen. Na gut, passieren kleine Nachschläge. Kleine Rückschläge. Die kleinen Nachschläge, die passieren. Und dann wiegt man auf einmal 80 Kilo mehr. Ja, so ist es halt. Kleine Nachschläge. Aber die schmecken auch so lecker. Okay. Oha. Hat vielleicht um ein, zwei Punkte doch noch nicht gereicht, um an dem Hügel ganz vorbeizukommen. Ah, okay. Aber geschenkt. Die drei Dinger, die kann man weghauen. Aber es hat insofern geklappt, dass wir nicht großartig was wegnehmen mussten. So, jetzt mussten wir irgendwo hier auf diese Höhe erstmal hin. Und jetzt, wer brauchte die Stäbe? Ihr brauchtet Stäbe, nicht wahr? Das heißt, hier müssen irgendwo Stäbe rankommen wahrscheinlich. Wir gucken. Eingang Stäbe. Das heißt, auf der Höhe Stäbe. Kommen wir da rauf? Nur über die Leiter vielleicht. So. Jawohl. Freier Modus. Besser. Dann kommen wir nämlich hier auch über den Strom. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur runtergehen. Hochgehen natürlich. Freier Modus. Sonst komme ich da nicht ran. Einmal oder zweimal? Ich glaube, es ist zweimal gewesen. Ach so, wieder freier Modus. Der merkt sich das nicht, dass man sich das eingestellt hat. Das ist ein bisschen schade. Oh, und die Dinger sind noch nicht mal angekommen. Das ist ja optimal. Zank. Ohne Pause. Können direkt weiterlaufen. Und somit haben wir Level 1 Forschungspakete dann endlich. Sehr gut. Also die haben wir schon vorher, aber dann können die wieder laufen. Apropos, die können wieder laufen. Respawn. Wir müssen die, die hier rumliegen, noch nach da drüben bringen, bevor das Lager da voll ist dann.
meine, das dauert eine Weile. Aber ich habe... Oh, ich hätte vielleicht mein Inventar... Okay, ist gar nicht so voll. Kann ich irgendwie... Alle. Danke. Dann können wir das hier auch schon mal wieder entfernen. Und das eigentlich auch. Die Level 2 Dinger theoretisch auch weg. Was braucht noch ein bisschen. Und wir haben nicht so viel Inventarplatz. Deswegen eins nach dem anderen erstmal. An sich kann ich die Forschungsserver ja auch schon mit nach vorne nehmen. Boah, 1000 Forschungspakete. Oh oh. Ich glaube, für mehr habe ich keinen Platz mehr. 77, 65, ne. Das wird eng. Ich krieg wahrscheinlich gerade noch so das hier weg. Und WB-Normalement vom Essen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Wir hatten heute leckere Pizza übrigens. Die Lader können wir schon mal mitnehmen. Kann man immer gebrauchen, nicht wahr? Oh ja, da müssen wir leider nach vorne laufen. Da hilft noch nichts. Abrissmodus, weg mit dir. Wir wollen nichts mehr abreißen. Okay, das heißt, jetzt müssen wir die Forschung 2 und 3 und dann die Forschung 4 wieder auf ein Niveau bringen. Ich glaube, es fehlte aber nur noch die Stäbe für irgendein weiteres Produkt. Die Rohre haben wir schon. Stahl haben wir schon. Förderbänder, genau. Wir müssen Förderbänder noch herstellen. Die Förderbänder. Wäre cool, wenn die Dinger hier auch irgendwie nochmal so einen Speedboost geben könnten. Das ist wie so Autofahren über eine Landstraße mit Bäumen links und rechts. Man wird richtig müde dabei. Zumindest als Beifahrer kann man immer super einschlafen. Oh. Du, 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 du. Dun, 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 dun. Okay, Forschung Level 1 rein da. Sind die noch nicht rausgekommen? Ach so, ja, weil das nicht auf Output steht. Das war natürlich clever von mir. Ich hätte gar nicht so schnell machen müssen. Sehr gut. Wir können die Sachen, die wir jetzt auf Level 1 haben, mal abwandeln. Da haben wir ein paar mitgenommen. 35 davon. So, dann sind die auch weg. Und von denen haben wir 3. Machen wir auch. Super. Sieht das Inventar doch schon wesentlich freundlicher aus. Das war Level 1. Level 1 ist komplett autark und fertig. Da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. So, für Level 2. Ah ja, wir hatten erstmal hier nicht mehr genug Platten für irgendwas. Ich glaube, fürs Lager noch. Und ihr sollt
Level 2 Dinger herstellen. Und da fehlen Förderbänder. Ah, und die Baublöcke. Okay, Förderbänder und Baublöcke. Und wir haben jetzt Level 3. Alles klar. Förderbänder. Level 1. Dafür hatten wir die ersten drei, glaube ich. Die sollten Förderbänder dann machen. Und die anderen sollten dann die Platten machen. Und da brauchten wir Technumstäbe. Genau, und deswegen haben wir aufgehört. Weil wir gesagt haben, erstmal die Technumstäbe, dann der Rest. So, das heißt, wir brauchen drei Eingangsmaterialien hier. Wobei wir die Technumstäbe hier hinten brauchen. Das heißt, die kommen hier irgendwo an. Die brauchen zwei Materialien, nicht? Dann würde ich sagen, kommen die unten an, weil die anderen hinten ankommen. Die sind schon echt weit oben. Das könnten wir also so machen, dass die genau hier ankommen. Natürlich eins weiter nach in die andere Ecke. So. Können wir hier nämlich direkt ran. So. Und falls wir es mal weiter müssten, könnten wir es jederzeit erweitern. Jetzt müssen wir nur bei den Stäben gucken. Die müssen wir ja hier dann quasi abspalten an der einen Stelle. Und das Ding auch. Dann würde ich sagen, machen wir das hier. Nee. Okay, wir müssen runter. Oh, shit. Ich glaube, jetzt war es richtig. Aber ich sehe es halt nicht. Wir machen was von der... Scheiße. Ah, diese Platziermodi. Dass man immer als Spieler rumlaufen muss. Ich hasse es einfach. Aber das hasse ich in jedem Spiel. Das habe ich schon bei Wildlands gehasst. Das ist einfach... Oh. Aber wir können ja hier direkt hochgehen, dann stören wir gar keinen. Vier müssten das sein. Hoffe ich zumindest. Wir werden es ja gleich erfahren. Aber das scheint mal gut auszusehen. So, die Dinger würden hier ankommen. Auf der Höhe. Hoffentlich... Ah, okay, die werden sich jetzt mit denen beißen. Okay. Das heißt, die Idee, die da direkt anfangen zu lassen, war doof. Die sollten lieber ja mal gucken, ob die hier untereinander durchkommen. Oder ob ich da mir eine andere Lösung einfallen lassen muss. Das geht. Nicht. Ja, kacke. Dann gehen die direkt hoch. Weil anders geht's nicht. Und dann müssen die anderen weiter hinten hoch. Ah, das bringt es ja auch nicht. Dann müssen wir so Stufen bauen. Wir müssen hier hoch, um über dieses Förderband zu kommen. Da habe ich schon mal Glück, dass das überhaupt klappt. Gut, ich könnte weiter nach hinten mit dem.
Vielleicht ist das die Lösung. Weil hier haben wir die wenigsten Schmerzen, weil das schon höher ist. Ey, ach, dieses Spiel. F. Nee, nicht, wenn ich drauf bin. Dann falle ich wieder runter. Jetzt wieder der andere Baummodus. 1, 2, 3, 4. Anderer Baumodus. So. Ja, natürlich falle ich. Ich falle immer. Ich erschreck mich dann auch immer gleich. Ah. So. Und jetzt stört es nicht mehr, dass wir mit denen hier an der Stelle ankommen wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Krass. Anderer Baumodus. So. Wo müssen die rein? Hier. Und hier müssen auch Platten rein. Das heißt, die Platten würde ich generell von oben kommen lassen und die anderen beiden unten laufen lassen. Okay. Müssten... Wir hätten einen weiter unten ankommen müssen. Kacke. Ja, das ist jetzt... beschissen. Aber kriegen wir geregelt. Sonst nehme ich mir nämlich gerade den Platz weg, das am Boden lang bauen zu können. Jetzt muss ich hier nämlich einmal so rum. Und dann sollte ich trotzdem noch genug Platz haben, da von oben ranzukommen. Hier müssen wir nicht so elendig hoch. Aber ich mache trotzdem 2. Und wir haben Glück. Ich glaube, das passt. Überall. So, dann müssen wir... Irgendwo kommen hier doch auch schon Platten an. Weil wir brauchen definitiv Platten. Es kommen hier noch keine Platten an. Ach krass. Wir brauchen erst in der zweiten Ebene die Platten. Ah, weil wir das andere Produkt woanders produzieren. Das macht natürlich Sinn. Okay. Dann. Alternativer Baumodus. Müssen wir hier mit dem Ding ankommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Am besten so vielleicht. Machen wir es 2. So, dann ziehen wir das erstmal durch und reißen es lieber weg. Ist einfacher. Das nämlich so zu machen. Okay, 3 haben wir, bleiben noch 3. Oh oh, wir hatten den gesetzt, nicht ich. Und ich weiß, man braucht die Verteiler nicht, man kann hier auch so ein schönes T machen.
Aber ich mag das mit den Verteilern sehr gerne. Okay, dann müssen wir einfach nur ein sehr langes Förderband von da drüben von den Platten ziehen. Und das auf dieser Höhe. Ich würde das erstmal bis da ranziehen und dann hochbauen. Nicht zu früh hochziehen. Das heißt, wir gehen erstmal rüber zu den Platten. Ich liebe Wasser in diesem Spiel nicht. Okay, wir sind anscheinend irgendwo drüben. Ich meine, ich als Roboter würde einfach total untergehen und sinken, nicht? Ins Nirvana. Und wir... Ah, scheiße, ich weiß, was wir einmal geplant hatten, nicht? Das ganze Ding einmal drehen hier. Aber bleibt uns eigentlich nichts übrig, weil sonst müssen wir mit den Platten immer in die Richtung gehen jetzt. Gucken, das war ja am Anfang anders geplant. Bis wir die Ressourcen da hinten entdeckt haben, sodass das mehr Sinn gemacht hat. Das heißt, wir müssen das alles einmal drehen. Das ist nicht mal schlimm, nicht? Das geht relativ schnell. Was nervig ist, ich habe nicht so viel Platz für die Ressourcen. Weil wir wollten es seitlich stellen. Das passt seitlich nicht, sehe ich. Das ist viel zu tief. Selbst wenn ich das ein bisschen enger baue. Na gut, ich könnte ja in die Richtung hoch. Dass wir es da lang ziehen. Den Fahrstuhl, den brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Also, wann sind wir das letzte Mal in dem Fahrstuhl gefahren? Den braucht man einmal. Und eigentlich kann man viel schneller selber einfach sich runterbauen und eine Leiter setzen. Ich weiß gar nicht, eigentlich haben die Fahrstühle gar keine Daseinsberechtigung gerade mehr für mich. Es läuft auch Wasser durch, also sie haben keinerlei Vorteil. Gut, vielleicht, wenn ich an den Strom müsste, aber dann kann ich mir auch eine Leiter da runtersetzen. An der einen Stelle. Geht schneller als die Leiter? Das könnte sein. Ah. Oder wenn ich hier erweitern will. Also seht ihr, selbst hier läuft Wasser rein. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber anscheinend immer nur zum gewissen Grad. Also das wäre sonst ja hier schon längst voll. Das ist ja so alt. Und das triggert mich da unten. Zack. Ja, am Anfang habe ich viel zu groß geplant, die Tunnel. Das hat hier richtig Zeit gefressen. Die optimierte Variante ist wesentlich besser bis jetzt. Sind wir in zwei? Oh ja. Aber dann kann der doch weg. Okay, das hier, ja, das zum Beispiel nicht. Das hat am allerlängsten gedauert mit dem Level 1 Bohrer. Aber die haben hier schon ordentlich was rausgezimmert. Oh, oh. Oh ja, oh ja, oh ja. Die haben hier die halbe Wand weg an der Stelle. Oh, oh. Okay.
Okay, also wir haben einen Container. Dann kann ich jetzt mal alles. Nee, das brauchen wir auf jeden Fall reinlegen, was ich jetzt sicher nicht brauche. Ja, das Level 1-Ding hier, die Dinger, da brauche ich nicht. Strom werde ich nicht brauchen, das nicht. Platten nicht. Forschungsserver nicht, Strom nicht. Ups, sorry. Und Level 1-Dinger auch nicht. Und dann werden wir hier erstmal auf Ausstellen, dass das vielleicht ein bisschen leer läuft. Das wäre vielleicht eine Idee. Boah, ist schon echt viel. Ich meine, da hinten ist nicht so schlimm. Wir müssen eh nach da vorne ran. Aber stimmt, die Ressourcen kommen hier halt raus. Achso, aber wenn ich es breit baue, dann ziehe ich einen nach hinten einfach weiter. Also das Lager kann ja sogar stehen bleiben. Ich müsste das Lager nach hier setzen. Damit wir von hier hinten anfangen können, nach links und rechts zu gehen. Und dann haben wir immer den Weg im Weg. Andererseits hätte man das auch. Ja. Ich könnte natürlich die Plattform hierhin erweitern. Das bringt ja auch nichts. Wir können die Plattform komplett neu bauen. Hier und alles rüberziehen. Weil ich denke mal, das hier hält nicht mehr so lange. Und dann müssen wir eh da drüben ran. Sodass wir das eh hier hinzimmern. Das ist doch eine Idee. Dann muss ich hier nicht so eine große Veranstaltung draus machen. Und kann die Sachen nach und nach rüberziehen. Ja, auch dich brauche ich dann nicht mehr. Okay. So vielleicht. So, vielleicht. Wow. Jetzt habe ich wahrscheinlich den Strom mit weggerissen. Stimmt, der Strom geht unten drunter hier durch. Ja, gut, das müssen wir dann gleich wieder beheben. Aber ich brauche die Platten. Dann muss ich nämlich nicht so viel Platten produzieren, weil wir brauchen ja einfach nur die Plattenanzahl, die wir hier haben. Wäre irgendwie dumm, dann einfach 1000 Platten jetzt irgendwie zu machen, nehmen, holen, wenn man die genau hier 1 zu 1 so bräuchte. Okay. Ja, dann kann das sogar so bleiben, nicht? Und die Ressourcen würden hier rauskommen. Und dann bauen wir den einfach so in, nach vorne. In die Länge. Ah, dann baue ich über die Ressource drüber. Das heißt, hier wäre echt das Ende. Hier würden die Ressourcen. Dann baue ich wieder in die Richtung. Eigentlich müsste ich übers Wasser mit den Ressourcen, mit den Platten. Dann würden die jeweils von hinten reinkommen. Macht mehr Sinn. Okay. Wir planen um. Muss mir erstmal eine Laufbasis bauen. Und natürlich ist ein Baum im Weg. Du kleiner Kacker, du. Noch ein Baum? Ja, natürlich. Ich sehe doch schon, dass du mir im Weg stehen wirst. Ich fühle das doch schon. Und bei meinem Glück, ich kenne mich auch, werde ich hier runterfallen, weil ich nicht dran denke.
Woran ich auch nicht denke, ist, diese Folge zu beenden. Ich würde sagen, ich baue das alles mal ein bisschen um und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und am besten Fall funktioniert das dann alles. Und dann binden wir die Platten da drüben am Forschungsserver an und gucken mal, wie weit wir kommen. Bis gleich.